Ey, langsam. Was machst du da? Geht's noch? Marlene, musst du hier alle aufhetzen? Aufhetzen? Ich muss hier gar niemanden aufhetzen. So, kein Wunder, dass hier miese Stimmung ist, wenn Tristan die Produktion nach Rumänien verlegen will. Du weißt ganz genau, dass ich das auch eine total blöde Idee finde. Aber dass du mir mit einem Streikaufruf in den Rücken fällst, das hätte ich nicht von dir erwartet. Und das kurz vor den Fashion Days. Hallo? Ich habe gerade verhindert, dass hier ein Riesenstreik ausbricht. Ach komm, ob Streik oder Bummelstreik. Das Ergebnis ist das gleiche. Meine Kollektion wird nicht rechtzeitig fertig und dann können wir hier alle einpacken. Rebecca, die Leute müssen doch irgendetwas tun. Sie kämpfen nur um ihre Jobs. Kannst du das nicht verstehen? Nein, für mich ist das Erpressung. Und da habe ich kein Verständnis für. Schade, dass du das so siehst. Ich finde, sie wären sichtbar. Mhm. Durch Sabotage. Das ist ja toll. Hör zu, bei einem Bummelstreik ist das ebenso. Aber glaubst du ernsthaft, dass hier alle weiterhin Überstunden schieben nach dieser Nachricht? Ich dachte einfach, ich kann mich auf dich verlassen. Dazu können wir das irgendwo unter vier Augen klären. Meinetwegen. Was ist dein Problem? Ja, natürlich hast du meine Position. Natürlich hat es meine Situation schwieriger gemacht. Wenn die Näherinnen einfach in Streik gegangen wären, dann hätte Tristan sie abmahnen können und dann wäre Ruhe gewesen. Ja, und das ist deine Art der Problemlösung. Es geht hier um meine Kollektion. Ja, natürlich geht es um deine Kollektion, weil es wie immer nur um dich geht. Nein, es geht hier hauptsächlich um LCL. Ach. Ja, natürlich geht es auch um mich. Ich dachte einfach, dass du dich freust, dass ich nach meinem Burnout endlich mal wieder tolle Ideen habe und dass ich allen beweisen kann, was in mir steckt. Ohne, dass mir irgendein Juri Adam oder ein Damien Wood vor die Nase gesetzt wird. Und du wirfst mir vor, dass ich dir das kaputt mache? Dass du nach New York gehen wolltest. Ohne vorher mit mir drüber zu reden. Da wäre ich mitgekommen. Ich hätte für dich das hier alles zurückgelassen, obwohl meine Familie mich gebraucht hätte. Ja, ich weiß. Ich hatte alles vorbereitet für unser neues Leben, für deinen Flagstore. Aber dann hast du die Rolle rückwärts gemacht und ich habe es wieder akzeptiert. Ja, das stimmt. Ja, aber dann wirf mir nicht vor, dass ich gegen dich arbeite. Was die Firmenpolitik betrifft, haben wir verschiedene Ansichten, ja. Aber erwarte nicht von mir, dass ich meine Prinzipien über Bord werfe. Aber du kannst doch warten, einfach warten bis nach den Fashion. Hier bist du. Sag mal, warum gehst du nicht an dein Telefon? Ich such dich seit einer halben Stunde. Weißt du, nicht gehört. Was ist denn los? Hat heute jemand Schlafmittel ins Trinkwasser gemacht oder was? Mir kommt es vor, als ob ihr alle in Slow-Mo rumtappeln. Bummelstreik. Die Mitarbeiter haben mitbekommen, dass Tristan vielleicht die Nähabteilung auslagern will. Und jetzt machen alle nur noch Dienst nach Vorschrift. Das ist nicht gut, aber die Lawine hat Tristan ins Rollen gebracht. Also muss er auch Schnee schippen und zusehen, dass bis zur Show wieder alles in Ordnung kommt. Und wir müssen dringend eine Durchlaufprobe mit den Fächern machen. Und das Farbkonzept für die Beleuchtung der Show festlegen. Wir beide. Ganz alleine. Ich meine, der Rest der Designabteilung, der kriegt ja nicht mal bis Feierabend die normale Arbeit fertig. Und Überstunden kannst du ganz vergessen. Ja, dann schnappen wir uns eben die Praktikantin und fragen deine Freundin. Mit der wollte ich sowieso schon immer mal Überstunden schieben. Entschuldigung. Nicht deswegen. Marlene ist an allem schuld. Sie hat das angezettelt. Okay, verstehe. Ich nicht. Nichts passiert. Nein, ich meine, das mit Marlene verstehe ich natürlich auch nicht, aber ich verstehe zumindest, dass du, sagen wir mal, heute nicht dein sonnigstes Ich bist. Aber anstatt irgendwelche Stoffe zu zerfetzen, schlage ich lieber eine Kreativattacke vor. Also ich zumindest kann immer am besten arbeiten, wenn ich so richtig scheiße drauf bin. Schulz? Ach, hier sind sie. Könnten Sie vielleicht mal hochkommen, Rebecca und ich brauchen Ihre Hilfe. Hat Rebecca nicht gesagt, dass die Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift machen, solange ihre Jobs nicht gesichert sind? Ja, schon, aber das gilt ja wohl nicht für Praktikanten, oder? Naja, in gewisser Weise schon. Also, es kann ja wohl nicht sein, dass ihr die Schwächsten ausnutzt, um die Aktion der Kollegen zu boykottieren. Okay, dann nicht. Tristan wird das schon klären. Rebecca hat übrigens recht, du bist wirklich eine harte Nuss, aber das war mir ja schon vorher klar, weil du noch nie mit mir ausgegangen bist. Ist es wirklich okay, wenn ich ihm nicht helfe? Ja, klar. Du trinkst jetzt erstmal deinen Kaffee. Hm.
Also so kann das ja auf keinen Fall weitergehen. Habt ihr mit der Belegschaft gesprochen? Wir können da nichts ausrichten. Ein Bummelstreik, das ist ja wohl ein Witz. Ja, kurz vor den Fashion Days. LCL Empfang, Marlene von Latschen, was kann ich für Sie tun? Der ist heute leider nicht im Haus. Da müsste ich Sie dann bitten, dass Sie morgen nochmal anrufen. Ja, danke. Wiederhören. Das kannst nur du klären, Tristan. Und am besten gehst du zu Marlene. Die ist nämlich dafür verantwortlich, dass alle hier nur noch im Schneckentempo arbeiten. Marlene? Und wie ich das mit dir kläre. Nur damit das klar ist, es wird Konsequenzen haben. Keine Sorge, du kannst gehen. Wir machen alle genau die Arbeitszeit, wie sie im Vertrag steht. Rein rechtlich kannst du uns also gar nichts. Darüber reden wir noch. Tristan von Lahnstein, schön, dass Sie zurückrufen. Caro, hey. Wenn du alles erledigt hast, dann kannst du eigentlich auch gehen. Schon, aber es wird dich auch niemand für eine Streikbrecherin halten, wenn du noch hier bleiben und kreativ arbeiten möchtest. Echt? Na klar. Kann ich irgendwie helfen? Ja, Sie können mir helfen, die andere Puppe mit rüber zu tragen. Die da. Unten an Wasser. Schönen Feierabend. Ich habe jetzt kapiert, warum du dich für die Belegschaft einsetzt. Und ich respektiere das. Es tut mir leid, dass ich dich nicht unterstützen kann, aber ich muss diese Kollektion machen. Ich will allen beweisen, was in mir steckt. Auch wenn du das egoistisch findest. Es ist egoistisch. Aber ich kann dich nur zu gut verstehen, also viel Erfolg. Und jetzt sieh zu, dass du an die Arbeit kommst. Wie bitte? Caro, könntest du bitte mal die zweite Puppe wegmachen? Ich muss das alleine sehen. Sofort. Ich weiß nicht. Ich glaube, das Kleid ist doch einfach zu schlicht geworden. Im Gegenteil. Das ist ein Klassiker. Elegant, edel. Ich bin sprachlos. Glaubst du nicht, dass das untergeht? Nein. Ich meine, das Kleid wird doch nicht bei so einer Beleuchtung über den Runway gehen. Stell dir mal goldenes oder amberfarbenes Licht dazu vor. Also ehrlich gesagt, würde mir das helfen, wenn ich das mal sehen könnte. Dein Wunsch ist mir Befehl. So, so. Mhm. Ja. Perfekt. Kann ich sonst noch was tun? Wie? Nein, im Augenblick nicht. Ja, ich könnte was zu essen gebrauchen. Na dann? Soll ich was zu essen holen? Ja, Essen, Schulz. Nahrung, das müssen Sie schon gehört haben. Und was? Egal. Seien Sie ein bisschen kreativ. Überraschen Sie mich. Gut. Du magst das Kleid doch nicht. Das Kleid ist perfekt. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es so richtig in Szene setzen soll. Irgendwie gefällt mir das mit diesen beiden Aufgängen da hinten links und rechts noch nicht. Das Kleid ist ein Solitär und ich will auch nicht, dass da irgendwelche anderen Models parallel mit auf der Bühne rumhampeln. Aber wenn ich den Auftritt nur von einer Seite mache, dann wirkt das irgendwie unrund, asymmetrisch. Ich meine, um die Vorpläne kümmere ich mich normalerweise nicht, deswegen ist es vielleicht totaler Mist, was ich jetzt sage. Aber wir müssten ja das LCL-Logo nicht unbedingt an der Stirnseite anbringen, sondern wir könnten in der Mitte noch einen Aufgang machen. Blöde Idee? Nee, gute Idee. Immer noch nicht zufrieden. Die Handtasche muss leben.
Puppe ist irgendwie eine Schlaftablette. Ich war als Model völlig ungeeignet und irgendwie ist das alles noch zu kopflos. Es ist ja auch eine Schneiderpuppe, ne? Ja. Braucht da irgendwie mehr Leben. Kannst du dich mal dahinter stellen? Okay. Halt, nicht bewegen. Das ist es. Das muss ich mir, glaube ich, mal aus der Nähe betrachten. Rebecca, du bist perfekt. Ich finde, du solltest das Kleid auf der Show selber tragen. Ja, klar. Ich meine das ernst. Als Designerin, findest du das nicht ein bisschen eingebildet? Nein, selbstbewusst. Außerdem habe ich wohl keine Modelmaße. Wer braucht die denn? Du hast den Glow. Das ist echt ein Knall. Das mag ich ja. Also bei der Arbeit, ne? Nicht, dass du noch eingebildeter bist. Ja, nein. Also, ich doch nicht. Und? Haben die Chefs kapiert, dass uns ernst ist? Ich glaube schon. Dann geht denen hoffentlich endlich mal der Arsch auf Grundeis. Ohne uns sind die nämlich aufgeschmissen. Wird Zeit, dass die beiden Grafen das auch mal kapieren. Es geht hier aber nicht darum, irgendjemandem eine Lektion zu erteilen. Na ja, klar, dass das von dir kommt. Du bist ja selbst eine halbe Lahmstein. Nicole, kannst du mal mit deinen Prollparolen aufhören? Das nervt. Und selbst du solltest endlich kapieren, dass wir mehr erreichen, wenn wir sachlich bleiben. Du hast recht. Ich habe zuerst gedacht, dass die Federfächer zu burlesk sind. Aber da die Gala-Garderobe so akzentuiert ist, ist das vielleicht ein ganz guter Kontrast zu den Straußenfedern, oder? Ja, das war der Plan. Und was ist geheimnisvoller als das verborgene Gesicht einer Frau? Die Lahnsteins haben es gerade nicht leicht. Tanja liegt im Koma. Ja, okay, du hast ja recht. Es soll keine Schlammschlacht werden, aber die müssen uns auch ein bisschen entgegenkommen. Hast du denn wenigstens bei Rebecca was erreicht? Tut mir leid, aber sie ist felsenfest davon überzeugt, ihre Kollektion bis zu den Fashion Days zu stemmen. Die denkt nämlich auch bloß nur an ihren Ruhm. Jetzt, wo sie sich endlich mal allein ins Rampenlicht chillern kann. Rebecca ist eben Designerin mit Leib und Seele und im Endeffekt tut sie nichts anderes als wir. Sie kämpft für ihren Job. Ich kann das verstehen. Dafür würde sie arbeiten bis zum Umfallen. Sie legt gerade schon wieder eine Nachtschicht mit Tora ein. Also, wenn ich dich so ansehe, dann sehe mich nicht so an. Ganz ehrlich, ich finde, du solltest das Kleid selber tragen. Du bist der perfekte Showstopper. Wie oft willst du den Satz noch sagen? Ich wiederhole mich nie. Ich sage nur, was ich denke. Was denkst du jetzt? Dass ich zu viel rede? Tofu-Zeug. Ich wusste ja nicht. Rebecca? Hallo? Was? Da war doch jemand, oder? Und wenn schon? Und wenn schon? Verdammt. Was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Komm schon, Olli, geh ran. Olli, ich bin's, Caro. Ruf mich bitte so schnell wie möglich zurück. Notfall.
Niemand hier. Ja, was macht das Essen dann hier? Herr Schulz. Haben wir jetzt ein Problem? Ich habe ein Problem. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Wir haben überhaupt nichts dabei gedacht. Das ist eben einfach passiert. Wenn man miteinander zusammenarbeitet, dann passiert das eben. Dann entsteht eine besondere Atmosphäre, dann wird alles eins. Das ist doch normal. Ja, das war eine einmalige Sache. Ja, klar. Ach Mann, bei Marlene und bei mir ist aber auch gerade alles so kompliziert. Und weißt du, das war es nie. Am Anfang, da war es schon kompliziert, aber ich wusste immer, dass ich sie liebe und dass ich nur sie will und sie mich und weißt du, plötzlich, da dreht sich bei uns alles nur noch um Arbeitsverträge, um Kündigungen und um die Kollegen, für die sie sich plötzlich einsetzen muss. Die kämpft für ihr Team, das ist nun mal ihr Ding. Ja, toll. Und ich bin auf einmal die böse Blutsaugerin, die das ganze Team auslaugt. Dabei fühle ich mich so lebendig wie noch nie. Das, was wir beide gerade auf die Beine stellen, davon habe ich schon seit Ewigkeiten geträumt. Also bei mir musst du dich jetzt nicht entschuldigen. Schlimmer geht's nicht mehr. Caro? Schlimmer geht immer. Kann ich dir helfen? Kannst du Fahrradketten anlegen? Danke für das Essen. Ente, Huhn, Tofu. Ich wusste ja nicht, was deine Vorlieben sind. Beim Essen, meine ich. Du hast alles gesehen. Das geht mich nichts an. Okay. Also, ich habe mich schon gewundert. Ich meine, du bist ja in einer Beziehung und all das. Ich dachte, das geht dich nichts an. Danke. Und dann noch mit einer Frau. Und Tore ist doch ein Mann. Also, ist kein Problem. Das ficht mich nicht an. Entschuldige, wenn ich dein eingeschränktes Weltbild gerade um eine Erfahrung bereichere. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mit dir darüber rede. Weil du Angst hast, dass ich es Marlene sage? Willst du es ihr sagen? Das zwischen Tore und also Herrn Hellström und mir, das hat nichts zu bedeuten, weder für ihn noch für mich. Ich weiß natürlich, dass dich das in eine miese Situation bringt. Ich mische mich nicht ein. Musst du auch nicht. Ich werde es Marlene selbst sagen. Na dann. Gute Fahrt. Nichts zu bedeuten. Jetzt hast du den Beweis, Caro. Der ist wirklich ein Flegel. Du bist jetzt nicht von Königsbrunn hierher gejoggt. Ja doch, irgendwie schon. Ein schlauer Kopf hat zu mir gesagt, wenn ich nur lange genug renne, dann wüsste ich am Ende, was ich zu tun habe. Und? Hat's funktioniert? Ja, natürlich nicht. Hier ist noch ein Platz frei, dass du lieber reden statt rennen willst. Wenn wir über dich reden können? Was gibt's über mich schon zu reden? Na, zum Beispiel, warum du mitten in der Nacht im Regen im Park rumsitzt. Ich muss was tun. Und ich weiß eigentlich auch, dass es das einzig Richtige ist, aber ich habe auch wahnsinnige Angst davor, weil ich weiß, dass es alles kaputt machen könnte. Ich meine, was ist denn, wenn diese Entscheidung alles verändert? Wenn doch alles vorbei ist.
Wieso kommt hier niemand vorbei, der uns unsere Entscheidung abnimmt? Hey, du bist ja vor dem Morgengrauen zurück. Das ist neuer Rekord. Naja, du hast mir ja zum Glück nicht alle Mitarbeiter geklaut. Hast du Sebastian noch mal gesehen? Der war doch heute bei Tanja. Ja, ihr Zustand ist unverändert. Und weiß er schon, also, was er machen will? Er hat Angst vor der Entscheidung. Das kann ich verstehen. Ich könnte es nicht, weißt du, Tanja einfach so abstellen. Das, ich vermisse sie. Das wäre jetzt der Moment, wo ich mir eine Umarmung von dir wünschen würde. Komm schon, Rebecca, ich dachte, wir sind okay miteinander. Ja, natürlich, wir sind okay. Und warum kommst du da nicht endlich her und küsst mich? Ich habe einfach tierischen Hunger. Tore hat dich auch bestimmt ganz schön hart rangenommen. Was? Ich kenne das noch aus meiner Musical-Zeit. Weißt du, wenn es einfach so mit einem durchgeht, dann sprudelt man nur so vor Energie und versinkt in seinem eigenen kleinen Kosmos. Dann ist der Rest der Welt völlig egal. Ja, ich... Also... Du bist ja wirklich völlig durch den Wind. Rebecca, es ist okay für mich. Wir beide, wir haben einfach gerade unterschiedliche Positionen. Aber ich weiß ganz genau, wie wichtig dir deine Show ist. Und genau das habe ich den Kollegen auch gesagt. Also... Was hältst du davon, wenn du uns jetzt erstmal was zu essen holst und dann erzählst du mir bis ins kleinste Detail, wie du dir deine Show vorstellst? Ja. Guter Plan. Rebecca? Du weißt, wir können über alles reden. Hey, du bist ja noch da. Und ich dachte schon, ich hätte dich jetzt ganz an Tore verloren. Was hast du eigentlich die ganze Zeit mit diesem Tore? Naja, ihr müsst doch heute wieder vorbereiten, oder? Für die Fashion Days? Ja, natürlich, entschuldige. Wie auch immer, ich liebe dich. Auch wenn du im Moment, um ehrlich zu sein, ziemlich durch den Wind bist. Marlene, ich muss dir was sagen. Ich hab... Rebecca. Marlene. Gut, dass ihr da seid. Ich muss euch was sagen. Das hat Jürgen doch geholfen. Guten Morgen. Habe ich irgendwas verpasst? Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich müsste eine Antwort darauf finden, was Tanja wohl gewollt hätte. Was natürlich Quatsch. Es war von Anfang an klar, was sie gewollt hätte. Nein, das Problem bin ich gewesen. Und die Frage, ob ich sie loslassen kann. Ich habe eben mit Dr. Mendes telefoniert und ihm mitgeteilt, dass wir Tanja heute Vormittag von den Maschinen nehmen. Ich weiß, sie war bestimmt nicht eure beste Freundin, aber sie war Teil dieser Familie und ich will, dass ihr euch von ihr verabschiedet. Wenn ihr das wollt. Was ist mit den Kindern? Ich habe mit Ansgar telefoniert. Wir werden Hannes erst zu ihrer Beerdigung aus dem Internat holen. Ich werde auch Emma nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Christian hat sich um Ersatz gekümmert. Du kannst den halben Tag frei haben. Danke. Tanja von Ladensteins Zustand hat sich verschlechtert. Die Geräte werden heute abgeschaltet. Tut mir echt leid.
Falls du jemanden zum Reden brauchst. Danke. Du weißt Bescheid? Ich bin da quasi reingestolpert. Wie reingestolpert? Marlene, ich glaube, wir müssen los. Zu Tanja. Die Geräte werden heute abgeschaltet. Das ist, das tut mir leid. Marlene ist eine gute Freundin von Tanja. Wir wollen sie jetzt nicht noch zusätzlich belasten. Also ich meine mit dieser Streiknummer und so. Schon okay. Alles Gute und viel Kraft. Danke. Ich mache Inventur. Ja, kein Problem. Ich suche nur einen Stoff, Rebecca. Und ich hatte gestern noch eine Idee und dann ist uns was dazwischen gekommen. Dumm gelaufen. Ja, kann man so sagen. Okay, ich weiß genau, dass Sie gestern... Ich habe gesehen, dass... ...ich mit Rebecca geschlafen habe. Na los, Schulz. Halten Sie Ihre kleine Moralpredigt. Sie platzen doch sonst. Keine Ahnung, wovon Sie reden. Oh doch, das tun Sie. Ich wette, dass Ihnen sowas nie passieren würde. Mit jemandem ins Bett steigen, der in einer Beziehung steckt? Nein, sowas passiert mir nie. Ja, dachte ich mir. Bei Ihnen klingt das, als wenn das was Schlimmes wäre. Nein, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Sie mal die Leidenschaft überkommt. Sie loslassen, die Kontrolle verlieren, das ist nämlich menschlich. Aber da stehen Sie als Roboter natürlich drüber. Ich bin leidenschaftlich. Ich finde einfach, dass es gewisse Werte gibt. Und die Liebe, die gehört dazu. Ich könnte niemals mit einem, wenn ich genau weiß, dass das jemand anderen verletzt. Abgesehen davon glaube ich noch an die Liebe. Auch wenn Sie das für altmodisch und naiv halten. Ach, wieso denken Sie das? Nur weil Rebecca und ich die Kontrolle verloren haben, ja? Nur ist gut. Okay. Wir haben Sie in eine blöde Situation gebracht. Das tut mir leid, das war nicht beabsichtigt. Die ganze Sache war nicht beabsichtigt. Und deswegen danke ich Ihnen, dass Sie sich da raushalten. Eins noch! Auch wenn Sie mir das unter diesen Umständen vielleicht nicht abnehmen werden, aber... Auch ich glaube noch an die Liebe. Wir sind doch alle auf der Suche nach dem ganz großen Glück. Weil ohne Liebe doch alles so bedeutungslos ist. Ich bin so gut gehasst.
Und dann kam der Prinz und hat die Prinzessin gerettet. Das ist der Prinz, oder? Ja, genau. Lass dir mal die Bilder angucken, Emma. Ich lese das gleich. Ja, ich komme gleich wieder. Also es kann so schnell was passieren und ich will einfach nur, dass du weißt, egal was ist, ich liebe nur dich. Was ist denn los mit dir? Emma. Wollen wir noch eine Geschichte lesen? Ich will das mit dem Schloss. Mit dem Schloss lesen? Ist ein schönes Märchen, oder? Dornröschen heißt es. Ja, Dornröschen ist schön. Es war einmal eine Prinzessin. Die saß in ihrer Kammer in einem großen Schloss. Sie wartete. Auf wen? Auf seinen Prinz. Auf den Prinz, genau. Aber das ist doch nicht der Prinz. Nein. Danke für unsere gemeinsame Zeit. Ich verspreche dir, ich werde alles tun, damit sie glücklich ist. Und dass sie weiß, dass du sie liebst. Gezuckt, die Finger haben sich bewegt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Körper noch Reflexe zeigt. Das waren keine Reflexe. Sie stellen sofort die Maschinen wieder. Graf Lanstein. Kannst du mich hören? Ich bin hier.